Okay, ich komme an den letzten... an die letzte Missel ran. Das ist zumindest schon mal eine gute Nachricht. Mehr Meat Shield. So, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Und weg damit da oben. Dann anderes Menü her und weiterspielen. So, ist die auch weg. Hier wollte ich hin. Attack Power lohnt sich bei denen jetzt eigentlich gar nicht so wirklich. Vor allem, ich habe nicht mal ein Hauptquartier, für ein gegnerisches Hauptquartier, das ich irgendwie besetzen könnte. Ja, so geht's auch. Mit einer Mech-Einheit und einem B-Copter einen Neotank kaputt schießen. So. Mehr kann ich hier jetzt eigentlich schon fast nicht mehr machen, es sei denn, ich mache eine Attack Power und das will ich jetzt eigentlich gerade nicht. Die gebe ich mir lieber für einen Moment auf, in dem ich sie besser brauchen kann. Na, wenigstens können sie mir jetzt nicht mehr in irgendwelche Silos reinrennen, unvorbereitet. Es gibt nämlich keine mehr.
Also ich glaube, der Moment für die Tech Power bei Grün wäre jetzt dann gleich gekommen. Im Kampf hat sich überhaupt nichts an den HP getan. Naja. Ich wechsle hier mal ganz kurz auf Sonja, weil ich glaube, ich spare jetzt mal ganz schnell auf einen Bomber. So, endlich weg mit dem Teil hier. Der nervt mich seit Beginn des Spieles. So, ich glaube, es ist Zeit für eine Tech Power hier. Vor allem, um die beiden alten Gebäude da unten mal einzunehmen. Also bringen wir mal die Infanterie in Position. Die beiden scheunen wir mal. Na dann, legen wir los. Sogar mit dem dann nächste Runde noch, ne? Ja. Mach der lieber mal den hier. Perfekt. Der hat mich auch lang genug geärgert. Und jetzt erstmal wieder mein Lieblingsmanöver mit einer 1 HP Infanterieeinheit etwas besetzen. Besetzt das. Das ihr entscheidet euch mal, dann machen wir den dann noch kaputt. Und dann dringen wir schon langsam mal in ihr Gebiet ein. Thank you.
macht mir zwar die Einheit da unten kaputt, aber das ist mir egal. Das ist eine 1-HP-Transporteinheit. Die kann mir wirklich mal gestohlen bleiben. Bevor ich was kaufe, sollte ich immer erstmal das hier machen. Ich brauche einen Kreuzer. Slappen wir langsam, aber sicher die Einheiten dahin. Ich glaube, wir sparen hier auch mal auf einen kleinen Bomber. Ich nutze jetzt einfach mal eiskalt die Tatsache aus, dass sie immer mit ihren Lithium-Einheiten zuerst fliegen. Den habe ich jetzt wieder übersehen, genau zuvor. Thank you.
Zeit für ein neues Battleship. Dann lassen wir Sascha jetzt auch mal ran. Kriegen wir dann noch eine kleine Tech Power hin. So. Mit Sascha haben wir jetzt schon ewig nicht mehr so richtig gespielt. War ja bis jetzt immer nur da, um Colin Backup zu geben. Sagt mal Tschüss zu eurem schönen Powerbar, ihr macht nämlich jetzt keine Tag Power. Nur damit ihr das wisst. Das wiederholen wir nächste Runde auch nochmal schön. Okay, mal schauen, wie viel Schaden macht ein Bock. Okay, das ist recht viel. Das passt mir. Change. Okay, die Tech Power ist gesichert. Damit das Sonja Kanbei-Team dann wohl mal gewonnen. Reicht's ja schon, wenn ich das jetzt einmal mache, oder? Ja. Mir ist der B-Rang hier jetzt vollkommen egal. Mir ist es nur wichtig, dass ich den ganzen Scheiß hier jetzt geschafft habe.
glaube, diesen Teil kann ich jetzt gar nicht mehr mal skippen. Naja, ich klicke ihn einmal schnell durch, wir hatten das Ganze ja schon. Das war jetzt eine schwere Geburt. Aber gut, ich habe das schwerste Level der Advance-Kampagne geschafft. Wobei das jetzt nichts im Vergleich zu den schwersten Level von anderen Advance-Kampagnen ist. Mission complete. Move out. So, jetzt habe ich für die letzten zwei Missionen insgesamt eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ich bin ja sehr begeistert von mir selbst. Aber gut, ich mache erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.